Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser Rezension. Heute möchte ich euch Play to Live von Dimitri Rus vorstellen. Gefangen im Perma-Effekt, ist im Heine Verlag erschienen, kostet 12,99 Euro als Taschenbuch und hat um die 445 Seiten. Ich habe das Buch beim Heine bzw. beim Random House Bloggerportal gefunden und habe in diese Richtung halt auch was Besonderes gesucht, weil ich im Moment richtig Lust hatte auf irgendwie so ein Gaming-Buch. Im Moment ist ja auch Ready Player One total in aller Munde, ist auch gerade in den Kinos. Und ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr es nicht, aber ich habe so einen ganz komischen Tick, wenn ein Buch sehr gehypt wird und in vielen Videos vorkommt oder ich merke einfach, dass das total Mainstream im Moment ist, dann habe ich das Gefühl, dass das Buch mich nicht auch noch braucht als Leser und irgendwie verliere ich so ein bisschen die Interesse daran. Es ist trotzdem auf meiner Wunschliste und irgendwann werde ich es wahrscheinlich lesen, wenn ich merke, dass der Hype so ein bisschen abgeschwollen ist. Es ist total Banane, ich weiß, aber so ist das nun mal. Ich habe immer so das Gefühl, ich muss mir so die besonderen Sachen rauspicken, aber ich hatte halt Lust in diesem Genre, so Richtung Erebos mit einem Computerspiel irgendwie was zu lesen und habe dann Play to Live entdeckt beim Heine Verlag, habe es angefragt und habe es bekommen. Vielen lieben Dank dafür an den Verlag. Und hier geht es halt auch um ein Computerspiel und zwar begegnen wir hier Max. Und Max ist leider todkrank. Ihm wird gesagt vom Arzt, dass er nicht mehr lang zu leben hat. Und er versucht das nun irgendwie zu verhindern, beziehungsweise er sucht einen Weg, um doch noch weiterzuleben. Nun spielt die Geschichte in einer Zukunft, in unserer Welt, in einer möglichen Zukunft unserer Welt. Und dort ist es üblich, dass man viel in der Online-Welt lebt oder halt auch in Spielen. Und man sitzt nicht einfach so vorm Bildschirm und tickt mit der Maus darum, sondern man liegt in solchen richtigen Geräten, in solchen Schleusen und hat natürlich ein ganz anderes Spielgefühl, ein viel intensiveres Spielgefühl, als man es direkt vom Bildschirm hätte. Und da tritt dieser Perma-Effekt auf, dass man nach mehreren Stunden Spielen einfach nicht mehr zurück ins reelle Leben kommen kann, dass man den Körper nicht mehr aufwecken kann, dass sich sozusagen das Bewusstsein oder die Seele, wie auch immer man möchte, in dieses Spiel übergeht und man dort für immer gefangen ist. Und genau auf diesen Perma-Effekt baut Max aber. Denn er sucht sich nun ein Spiel aus, ein Rollenspiel. Er ist selber ein passionierter Zocker und deswegen findet er diese Lösung eigentlich perfekt. Es ist eigentlich von der Gesellschaft bzw. von der Obrigkeit gedeckelt, dass man nur 3 Stunden am Tag in so einer Online-Welt sein kann und dann wird man halt rausgeschmissen und Max versucht halt nun diese Regel zu umgehen und er schafft es auch und ist halt nun in einem Fantasy-Rollenspiel. Und was für andere Spiel ist, ist für ihn natürlich ernst. Für ihn ist das jetzt sein reelles Leben und er muss nun jede Entscheidung, die er trifft, welche Rasse, welche Klasse er spielen möchte, welche Fähigkeiten er haben möchte, muss er natürlich doppelt und dreifach überdenken und das alles, was er sich suchen muss, ob das nun ein Dach über den Kopf ist und Essen und so weiter, das ist für ihn natürlich viel wichtiger. Und die Quest zu bestehen, das macht es natürlich alles ein bisschen wertiger, als wenn man einfach nur vor sich hin zockt. Ja, und er muss nun halt mehrere Quests überleben und so weiter und so fort und sich dort irgendwie zurechtfinden in diesem Spiel. Und so begleiten wir ihn. Der Band ist hier der erste Band einer Reihe, einer längeren Reihe, soviel ich weiß, gibt es schon 7 oder 8 Teile. Ich weiß gar nicht, ob sie abgeschlossen ist. Sie ist im Deutschen bereits auch schon mal erschienen. Ich glaube, Anfang der 2000er, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, kann ich jetzt nicht erkennen. Jedenfalls ist das eine Neuauflage und kommt halt aus dem Russischen, soviel ich weiß. Ja. Zu Anfang, als ich in diese Spielewelt eingestiegen bin, zusammen mit Max, hat mich das total gefesselt, weil also es strömt eigentlich über vor Fachjargon bzw. Nerd- und Gaming-Jargon. Man hat hinten noch ein Glossar.
alphabetisch, wo dann halt so die ganzen Fachwörter oder ja, Nerdwörter, die halt irgendwie gebraucht werden, erklärt werden. War für mich auch nochmal eine gute Auffrischung, weil alles kenne ich natürlich auch nicht, aber so einiges sagt einem was und was war das denn nochmal? Und ja, wird erklärt, was zum Beispiel AFK heißt oder Akro oder Binden, ein Caster und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat das gut geholfen. Aber ich denke, wenn ihr mit Gaming gar nichts am Hut habt, ist das nicht ganz so euer Ding, weil das wirkt wirklich voll durchexerziert. Wie gesagt, jede Fähigkeit, die ihr neu dazu bekommt und wie ihr seine Talentpunkte einsetzt und wie ihr halt nun auch questet und farmt und so weiter, das spielt alles eine große Rolle und wird sehr im Detail halt auch erklärt. Und deswegen denke ich, man muss schon so eine kleine Verbindung oder Interesse am Game haben, um mit diesem Buch auf jeden Fall zurechtzukommen und seinen Spaß zu haben. Ja, wie gesagt, zu Anfang hat mich das total gefesselt und ich wollte ja sowas, wenn man bei Erebos zum Beispiel schon total angetan war vom Spiel selbst und am liebsten noch länger in diesem Spiel verweilt wäre, dann ist das auf jeden Fall ein guter Tipp. Und mich hat das total angesteckt. Ich wollte am liebsten wieder WoW spielen und selber zocken. Allerdings kamen dann immer mehr Kritikpunkte hinzu, die mir ja das Buch so ein bisschen madig gemacht haben. Ich fand zum einen, dass die Story sehr oberflächlich war und auch das Ganze, das war ja so ein bisschen dystopisch zu Anfang, sind halt auch einige Regelungen hier. Gesetze aufgebaut, wie man diesen Perma-Effekt halt umgehen kann, damit man nicht in diesen Spielen gefangen ist. Das will man ja vielleicht als normaler Mensch nicht. Im Gegenteil jetzt zu Max. Ja, und ich finde, man hätte es ihnen so ein bisschen schwerer machen müssen, diesen Perma-Effekt zu erreichen. Das ging mir zu einfach und zu schnell. Ich finde, das hätte einen guten roten Faden ergeben, dass er mehrere Stolpersteine, mehrere ja, Aufgaben bestehen muss, um diesen Perma-Effekt zu erhalten. Und das hätte diesem Buch wirklich einen roten Faden und eine, ja, so eine Zielrichtung gegeben. Und die hat hier leider schnell gefehlt, dadurch, dass er diesen Perma-Effekt schnell erreicht hat und ihnen immer wieder alles gelingt, was mein nächster Kritikpunkt ist. Aber wie gesagt, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, hier gibt es kein Ergebnis oder kein Ziel, auf das es hinausläuft und kein Spannungsbogen. Also nachdem irgendwie diese Freude an diesem ganzen Gaming-Geschreibe bei mir vorüber war, ja, war so ein großes Fragezeichen bei mir im Gesicht, ja, worauf läuft das Ganze jetzt hinaus? Wo ist jetzt die Story dahinter? Ja, und dann wie gesagt, dieser Kritikpunkt, dass Max einfach alles gelingt, es geht einfach zu leicht. Also er hat zwar ein, zwei Sachen, die dann so ein bisschen schwierig sind, aber mit seinen tollen Fähigkeiten bekommt er das natürlich hin. Und das ist mir ein bisschen, ja, zu leicht gegangen. Und Max als super toller Held, das muss ich einfach nicht mehr lesen. Ich möchte kein Schwarz-Weiß gezeichnet das Bild haben, sondern die Graustufen, das ist das, was mich interessiert und das ist das, was Menschen menschlich machen oder halt Figuren in einem Buch und das hier hat hier leider gefehlt. Max ist mir immer unsympathischer geworden. Es lag vor allem aber auch daran, wie hier dieses Frauenbild gezeichnet wurde. Wir lernen hier im Grunde kaum Frauen drin kennen in diesem Buch, bis auf eine, die wir mit Max zusammen kennenlernen, die halt auch questet und die halt ja, miteinander was anfangen. Aber für mich ist das keine richtige Liebesbeziehung gewesen, sondern eigentlich nur Spaß und vielleicht noch eine Zweckbeziehung. Und es wirkte hier so, dass die Frauen wirklich nur ihren Beschützer brauchen und ja, am besten noch mit Schmuck und schönen Kleidern zugeworfen werden und sie sind damit zufrieden und ja, dieses Anhimmeln, er wollte angehimmelt werden und leider, also ich würde es in Ordnung finden, wenn er dieses Bild hat,
Es gibt ja durchaus Leute, die dieses Bild haben, aber dieses Buch hat ihn total darin bestätigt, in diesem Bild, weil wir einfach nur dieses eine Mädchen kennengelernt haben und das war halt genau so, wie er das gedacht hat und immer schön mit Schmuck beschenkt und sie immer schön beschützt und sie hat ihn dafür angehimmelt und boah, das ging mir irgendwann ziemlich auf die Nerven. Wenn das ein Beispiel gewesen wäre und dann gäbe es vielleicht noch andere starke Kriegerinnen, aber das ist nicht der Fall. Das sind immer nur männliche Helden hier drin und das ist mir stark aufgefallen und so ist mir Max auch immer wieder unsympathischer geworden, was mir leider auch den Lesespaß so ein bisschen verdorben hat. Außerdem hat Max manchmal so Argumente rausgehauen oder Sprüche rausgehauen, die einfach dastanden, ohne irgendwie noch weiter erklärt zu werden oder behandelt zu werden, dass das so dastand, als wären es Fakten, was ich einfach ganz, ganz grausam fand. Ich habe mir hier ein Beispiel angemarkert und zwar hat das Mädchen, was er dort kennenlernt, halt eine Schwester gehabt und die ja, wurde misshandelt und was natürlich ganz, ganz schrecklich war und ihr ist was ganz Grausames geschehen und die Täter sind halt glücklich irgendwie davongekommen und sie hat jetzt halt Rachegedanken und er sagt jetzt einfach oder schreibt in seinen Gedanken, ich konnte sie verstehen. Es war logisch und ergab Sinn. Wenn jemand die Schwester ermordete, ob nun direkt oder indirekt, dann hatte man jedes Recht der Welt, den Hurensohn platt zu machen. Und er hatte noch Glück, wenn es nur ihn erwischte und nicht seine gesamte Sippschaft bis zu den Vettern zweiten Grades. Und ich weiß nicht, wenn man sowas raushaut, dann, ich weiß nicht, ob, klar, es ist ein spannendes Thema, Selbstjustiz ist das, ja, Rache und so weiter. Ich finde es in Ordnung, wenn da stünde irgendwie, er kann es verstehen, dass sie so fühlt und dass man diese Rachegedanken hat, aber dass dann auch noch, ja, seine gesamte Sippschaft muss ausgelöscht werden und ich finde, das ist eine ganz, ganz grausame Botschaft und es wird hier in diesem Buch auch nicht weiter behandelt und auch nicht weiter aufgeklärt. Ich meine, klar, aufgeklärte Leute werden da jetzt nicht sofort denken, okay, ja, er hat recht. Ich denke mal, dass man da vielleicht doch ein bisschen drüber nachdenkt als normal vernünftiger Mensch, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie vom Autor die Meinung ist, keine Ahnung, darauf kann man ja und soll man ja nicht schließen. Trotzdem finde ich diesen Gedanken ganz, ganz grausam und dass der hier einfach so steht, ohne weiter zu erklärt zu werden. Also insgesamt leider dann doch ein Flop einmal durch dieses miese Frauenbild, was hier der Charakter hat und leider vom Buch auch total bestätigt wird. Es ist sehr, sehr oberflächlich, gibt kaum einen Spannungsbogen. Wir haben hier wenig Erklärungen und wenig Geheimnisse oder Rätsel, die gelöst werden können. Es gibt auch keine Verbindung zur Außenwelt, die irgendwie erklärt wird. Es kann natürlich sein, dass das alles noch in den Folgebänden kommt und es dort noch komplexer wird. Aber ich habe beschlossen, diese Reihe nicht weiterzuführen, nicht weiterzulesen, weil ja, das Negative dann doch überwog. Insgesamt würde ich dem Buch 2 Sterne geben, weil mich das nachher dann doch zu sehr aufgeregt hat. Und ja, dieses anfängliche Euphorische mit dem Game und mit dem Zocken, das ist leider irgendwann ja, nach hinten gerückt und die Probleme traten hervor. Trotzdem werde ich das Buch weitergeben an meinen Bruder. Und ich hatte ihm erzählt, dass ich dieses Buch gelesen habe und dass es vielleicht was für ihn sein könnte, weil es halt um Gaming geht und er Erebus auch toll fand. Und ich traue ihm zu, dass er da auch reflektieren kann, ja, wie blöd der Charakter ist. Und dann kann ich mich mit ihm darüber unterhalten. Und vielleicht hat er da auf jeden Fall Freude dran, ja, durch diese Spieleelemente. Was ich aber nochmal toll finde zu erwähnen, also da muss ich sagen, das ist ganz cool gemacht. Das Cover selbst finde ich nur so lala und ich verstehe auch wirklich nicht. Die Verbindung habe ich nicht verstanden, warum hier unten ein Mann steht mit weißen Haaren mit einer Knarre in der Hand. Weil die Welt, in der wir uns hier befinden, ist ein Fantasy-Rollenspiel, mittelalterlich angehaucht, im Grunde so wie WoW, so können wir uns das vorstellen. Ja, also hier oben den Kämpfer könnte ich dann noch irgendwie nachvollziehen, aber hier unten das nicht. Also entweder spielt das später noch eine Rolle in der Außenwelt, aber hier haben wir bis auf die ersten 10 Seiten eigentlich kaum was mit der Außenwelt zu tun.
Aber ja, das finde ich komisch und schade, dass da nicht so drauf geachtet wurde. Dafür finde ich die Rückseite cool. Und zwar finde ich, sieht das genauso aus wie damals PC-Spiele oder einfach Spiele für Konsolen, die halt hinten auch immer so kleine Ausschnitte vom Game haben und daneben dann irgendwelche Erklärungen sind. Also es sieht wirklich wie so eine Rückseite eine Game-Verpackung aus, finde ich. Und das finde ich ganz cool gemacht. Ja, das nochmal, um was Positives zu erwähnen. Ja, das war's von meiner Rezension. Wenn ihr das Buch auch gelesen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare oder schreibt mir sonst irgendwas, was euch zu dem Thema einfällt. Vielleicht habt ihr auch noch andere Tipps zu solchen Gaming-Büchern, dann auch damit rein in die Kommentare. Bin ich immer noch sehr interessiert dran. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.